Lionel Messi, Neymar Jr. und Kylian Mbappé. Das und noch viele weitere haben ganz, ganz heiße Anwärterchancen auf einen Platz im Ligue 1 Team of the Season. Wer noch alles reinkommen wird und auf welche Karten wir uns freuen können diesen Freitag, das schauen wir uns heute in dem Video mal etwas genauer an. Also bleibt sehr, sehr gerne bis zum Ende dran. Und jetzt starten wir direkt mal rein mit den Ligue 1 TOTS Karten. Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem erneuten Video. Wir haben heute Donnerstag. Wir sind noch drin im La Liga TOTS, aber das ja flacht spätestens jetzt so langsam ab. Denn morgen am Freitag um 19 Uhr ist wieder großer Content-Tag. Da werden auch hier wieder die ein oder anderen Videos auf jeden Fall kommen mit dem nächsten, TOTS Liga, mit der nächsten Liga einfach, ja. Wir hatten bis jetzt die Bundesliga, also zuallererst die Premier League, dann die Bundesliga und jetzt die La Liga. Das heißt jetzt vom Potenzial im Überlegen, was für Spieler es gibt, kommt das Krankeste meiner Meinung nach erst morgen auf uns zu. Und zwar die französische, die Ligue 1. Warum ist das die krankeste Liga? Im Fußballerischen so ist es nicht die beste Liga meiner Meinung nach, aber in FIFA haben wir einfach einen Messi, einen Neymar und vor allen Dingen einen Mbappé. Jetzt mal um drei Namen genannt zu haben. Und ich weiß, es gibt noch andere und es werden noch viel andere kommen, die in-game wirklich krank sind. Da können die anderen gar nicht mal so mithalten, bin ich wirklich ehrlich. Allein schon diese Top 3, die ich euch gerade genannt habe. Und wir schauen uns heute mal 15 Karten an, die geleakt worden sind, die auf jeden Fall als Karten kommen werden. Morgen oder verteilt dann während der Woche im Ligue 1 TOTS. Starten wir mit den Torhüter Samba, cooler Name, Nationalität wüsste ich gerade gar nicht, die Flagge kenne ich überhaupt nicht, ist eine Torhüterkarte, brauchen wir uns glaube ich gar nicht lange irgendwie dran festhalten, hätte sich wirklich verdient, hat auch eine geile Saison gemacht, auch wenn ich die Nationalität von ihm gerade absolut nicht weiß, Jungs, also ich kenne vier Flaggen, aber die sagt wirklich gar nichts. Würde ich wirklich auch eher reinstellen, anstatt eventuell einen, wie viele jetzt sagen würden, Donnarumma zum Beispiel, ist ein cooler Typ, ist ein starker Spieler, aber Torhüter-mäßig ist nicht die kranke Saison gespielt. Der Samba aber, ich kannte ihn vorher tatsächlich nicht, aber also vor der Saison, aber man hat ihn da auf jeden Fall mitbekommen. Die nächste Karte, ich mache es jetzt nicht chronologisch, wir gehen die Spieler einfach durch. Ist Todibo, den kennt man in FIFA ziemlich, ziemlich OP, mit der Karte auch geil, vor allem wir haben hier noch Franzosen, ja, Franzosen in FIFA, das ist nochmal eine ganz andere Liga, ja, Franzosen nochmal eine Liga für sich, das ist wirklich krass, Todibo wäre echt eine coole Karte, die ist auch meiner Meinung nach schon auf jeden Fall verdient, kann man das trotzdem mit reinnehmen, wir sind aber noch relativ bedeckt, Jungs, was die Spieler angeht. Der nächste Spieler, Sissoko, kennt man. Feier ich, dass er mal einen TOTS bekommt. Ist ein Name, kennt man auch schon lange dabei, der Mann. Mit den Stats wäre es wirklich eine absolute Allrounder-Karte und würde ich mir auch absolut wünschen für ihn. Bei Nantes auch die Saison wirklich gut abgeliefert. Gehen wir zurück in die andere Richtung, mein Torhüter haben wir gestartet. André ist die nächste Karte, da muss ich wirklich sagen, das ist so eine Karte, die wird nicht so jucken. Der hat letztes Jahr schon einen TOTS gehabt, wenn ich mich nicht ganz irre. Oder eine Champions League Karte, sowas, was so ähnlich auf jeden Fall war, da war der auch nicht krass. Und ich denke mal so 83 Pace, 75, das wird halt, da sind zu weit in FIFA. Ich denke mal, die wird es nicht großartig irgendwie krass sein. Nuno Mendes ist allerdings ein Anwärter, der auf jeden Fall geisteskrank sein wird. Es ist der Alphonso Davies, der Ligue 1 einfach. 99 Pace, 90 Dribbling, kranke Def- und Physiswerte. Nationalität ist mit Portugal auch absolut nicht schlecht. Wirklich eine sehr, sehr coole Karte. Und ich denke mal, das ist so ein Diaby-Stopper. So ein ganz, ganz klassischer Diaby-Stopper. Da habe ich schon Angst, wenn der kommt in Rot, ich würde ihn mitnehmen. Weiter zum nächsten. Cervela, auch an sich von Stats her eine Karte, ist okay. Aber Jungs, wir sind uns ehrlich, also, die wird vielleicht 30k kosten, 35, vielleicht 40k, was 90 Rating ist, mehr aber auf jeden Fall nicht. Das würde es nichts Besonderes sein, bin ich ehrlich. So ist aber auch immer dabei. Die nächste Karte ist Lacazette und da kann ich mir vorstellen, dass das wirklich auf jeden Fall so eine Top 5, Top 6 Karte sein wird. Lacazette, Franzose, Stürmer mit diesen Stats, sauschnell, dribbelstark, Schuss ist geil, Passfüße, also es ist ja wirklich fast alles 90, was wichtig ist.
Ja, okay, Def kommt jetzt nicht auf 90, hat man fast keinen Stürmer, der Def, hat man auf den Stürmer, der Def 90 hat, ich glaube nicht. Aber das wird auf jeden Fall offensiv, auf jeden Fall eine der besten Karten. Es ist wirklich eine sau starke Karte. Würde ich vergleichen vielleicht mit dem Antoine Griezmann, so vom, ja, rein vom Spielerischen her, wie es in der Meta reinpasst. Eine sau starke Karte, aber wir sind ja auf jeden Fall noch nicht am Zenit angelangt, Jungs. Die nächste Karte ist nämlich dann direkt dieser Zenit. Die Ratte, Jungs, viele von euch werden ihn nicht gerne sehen wollen als Gegner. Ich würde ihn in Rot gerne mitnehmen, als Gegner sehe ich ihn wirklich oft genug. Ist eine Abfuckerkarte. Ben Yedda mit diesen Stats wäre es wirklich, es wäre eine Macht, Jungs. Es wäre ganz einfach eine Macht. Man muss ehrlich sagen, er hat sich's verdient. So sehr man ihn auch manchmal hasst, gerade ihn im Gegnerteam zu sehen, er hat sich's verdient. Da kann man nichts gegen sagen. Und die nächste Karte, wir haben es Klaus. Jonathan Klaus als Rechtsverteidiger. Sehr solide Karte. Kann es nicht ganz mithalten mit dem Linksaußengegenspieler Mendes, aber muss er auch gar nicht. Ist auch so an sich eine wirklich geile Karte. Und er hat einen Vorteil, er ist Franzose. Mendes ist Portugiese, Portugal ist auch eine geile Nationalität, aber der Franzose in der französischen Liga, da hat er linktechnisch auf jeden Fall einen kleinen Vorteil. Die nächsten vier Spieler, die ich zeige, und hier muss ich sagen, wir gehen langsam in eine Richtung geisteskranke. Verratti, ich denke, es ist so mit eine der Karten, über die man sich auch in Rot in der Weekend League auf jeden Fall sehr freuen würde. Mit den Stats wäre es auch eine absolute Roner-Karte, kann man vergleichen mit einem, ja, das sind so Stats von einem Modric, von einem Toni Kroos. Ist eine absolut geile Roner-Karte. Ich würde ihn auf jeden Fall mitnehmen. Französische Liga ist bei mir zwar schwer einzubauen, aber eine sau starke Karte. Der nächste Spieler, Marquinhos, und Jungs, IVs mit 87 Pace, 97 Def, 90, also krank. Brasilianer wird bei mir sehr gut reinpassen zu einem R9, das passt. Cafu habe ich auch, passt. Warum denn nicht hier nochmal Marquinhos in die IV mit reinstellen? Eine extrem kranke Karte, wir kennen Marquinhos, war schon mal Anfang FIFA, Gold, absolute Meta, und die Tots, die holt ihn wieder zurück ins Spiel. Das wird auch eine eklige Karte, auch die in Rot. Nehme ich sofort mit, Jungs. Und jetzt schnallt euch an, denn es wird ab jetzt wirklich krank. Lionel Messi mit einer 97, Jungs. Ich bin euch ehrlich, kein Spieler wird eine 98 bekommen. Wenn wir gucken ins La Liga, haben wir einen Benzema, einen Modric zum Beispiel. Wir haben noch einen Lewandowski zum Beispiel. Die haben alle 97. Bundesliga, Musiala, Bellingham, 97. Sogar in der englischen Liga, wo wir einen Haaland haben, wo ich es wirklich gerechtfertigt finden würde oder gefunden hätte, hätte er eine 98 bekommen, weil er hat rausgestochen, extrem sogar. Aber auch er hat nur eine 97 bekommen. Was ich ein bisschen schwach finde, Haaland 97, Lewandowski 97, wenn man jetzt Haaland und Lewandowski einfach mal vergleicht, da kann Lewandowski nicht ganz rankommen einfach. Messi deswegen auch auf jeden Fall gut predicted von Food Sheriff hier, eine 97, weil kein Spieler wird eine 98 bekommen, weil keiner besser war als Haaland diese Saison, war keiner einfach. Deswegen ist das wirklich schon die Messlatte sehr hoch. Lionel Messi, brauchen wir drüber reden? Ich glaube nicht. Mit Mbappé der heißeste Anwärter auf dem Ballon d'Or, meiner Meinung nach. Und dann kommen wir zum besagten Kylian Mbappé. Und ich glaube, über ihn brauchen wir viel drüber reden. Nein, er hat einen Toti bekommen. Tat weh für jeden, der ihn als Gegner hatte. 99 Tempo, 99 Dribbling, die sind eigentlich schon garantiert. 95 Schuss hier in der Prediction, auch sehr realistisch. Er ist dazu Franzose. Und das ist diese Abfuckerkarte. Ich weiß halt nicht immer, warum sie alle so auf einen Ben Yedda drauf versteifen. Lieber habe ich einen Gegner, der zwei Ben Yeddas im Sturm spielt, als jemanden, der nur Mbappé irgendwie hat. Egal welche Variante, weil die wird sau eklig. Diese Karte wird sau eklig, und die werden auch die ein oder anderen draußen von euch ziehen. Vielleicht sogar in Rot. Das wäre auf jeden Fall absolut krank. Den würde ich ja sehr gern mitnehmen. Ich würde mein Team sowas von umbauen, nur für die Karte, auch jetzt noch. Ebenfalls geleakt wurde Renato Sanchez als Toti, ja, Nomines, also ehrenvolle Erwähnung. Wäre eine kranke Karte. Brauchen wir nicht zu viel zu sagen. Wäre wirklich eine absolut kranke Karte, wenn er jetzt so oder halt so ähnlich kommen sollte. Wir haben noch zwei Karten, die geleakt worden sind. Das sind zwei Flashback-SBCs. Einmal haben wir hier diesen Hüsam Aouar. Wir kennen ihn, ist ein Flashback.
aus dem letzten Tots. Und da war er wirklich, wenn ich mich richtig erinnere, übelst gut. Also war er wirklich übelst gut. Mittelfeldmäßig sogar, wenn nicht sogar der Beste oder Top 2 der Besten mit. Eine extrem geile Karte. Kommt wieder rein. Freue ich mich sehr drauf, weil das sind wirklich so, weiß nicht, erinnert mich so ein bisschen an Zidane. Ich will es nicht übertreiben, aber von den Stats so Zidane, so schlecht, also bisschen schlechter, aber ne, so in die Richtung, weil alles 90 plus, was wichtig ist hier, wirklich sehr, sehr geil, Jungs. Und die letzte Karte als Flashback, die wird uns die Nerven wirklich rauben. Und zwar ist es, ja, Kimpembe, wir kennen ihn ausgefühlt, den letzten drei FIFA-Teilen, 90 Pace, wenn mir jemand sagt, hier kommt eine IV-Karte, 90 Pace, würde ich sagen, ja, wer? Diaby mit der IV? Ne, Kimpembe würde ich sofort glauben, Jungs, der wird kommen, mit wirklich geistkranken Stats als Flashback. Und ich muss sagen, ich habe absolut keinen Bock auf die Karte. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe keinen Bock, weil das ist eine SBC. Das heißt, es hat ja nichts mit Glück zu tun. Die ganzen guten Spieler, die ganzen Pros, die halt die Coins einfach dafür haben oder das Futter. Wobei, viele haben jetzt das Futter, finde ich. Wir haben viele Möglichkeiten, aus dem Battle Pass geile Packs zu bekommen. Viele haben genug Futter. Das heißt, diese Karte wird auch gar nicht mal so selten in der Weekend League vertreten sein. Und darauf habe ich jetzt schon absolut keinen Bock. Soweit so gut waren das jetzt die ganzen bis hierher geleakten Spieler, die wir schon bekommen haben. Ganz kurze Unterbrechung, ich habe gepatzt. Einen Spieler haben wir noch und zwar Neymar Junior. Wollte ich jetzt noch nicht ausgelassen haben. Hat er verdient, geile Karte auf dem Flügel. Wahrscheinlich die letzte Special Card von Paris Saint-Germain mit den Stats. Boah, absolut Killer, wirklich absolut geisteskrank. Und er wird kommen, 100%. Jetzt waren es aber wirklich alle bis hierher geleakten Karten. Es ist gerade kurz nach 16 Uhr. Das Video wird ungefähr wahrscheinlich so 18 Uhr, 19 Uhr online kommen. Bis dahin sind vielleicht noch zwei, drei andere geleakt worden. Ab bis hierhin alles Aktuelle, was dann morgen auf uns zukommen wird. Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, droppt noch nach oben. Schreibt in die Kommentare, welchen Spieler ihr gerne in Rot in euren Weekend League Rewards zum League All Tots ziehen würdet. Und wenn ihr es nicht getan habt, abonniert sehr gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Wir sehen uns morgen zu einem neuen Video. Bis dann rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei. Muss ich jetzt schon gehen? Dann sag ich schnell Ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder. Wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch und machen ganz viel Quatsch. Hey! Gülle, Gülle, Dasi, Danja, Adios und Tschö. Sayonara, Yasu, Ciao. Bye, bye und Adieu.